So, liebe Leute, jetzt ist es soweit. Der kleine Stadtstreicher geht ins Parlament. Nein, nicht, was ihr jetzt Angst haben mögt. Für den Job, um dauernd da drinnen zu sitzen, bin ich viel zu ehrlich. Aber ich nütze den Tag der offenen Tür, um das rundum erneuerte Parlament auch mal von innen zu besichtigen. Es muss mein Wille sein, sagte Franz Josef 1957, als er erst 9 Jahre als Kaiser im Amt war und brachte damit den Abriss der Stadtmauer und des Glacis in Gang, an deren Stelle die Ringstraßenbauten entstehen sollten. Einer davon war das Parlament. Für die Baukosten wurden zunächst 7 Millionen Gulden, also ca. 14 Millionen Goldkronen, beziffert. Das wäre halb so viel wie für den Bau des Wiener Rathauses. Es wurden dann aber 20 bis 24 Millionen Goldkronen. Das entspricht fast 200 Millionen Euro und letztlich einer fast Verdoppelung. Etwas, was ja in der Politik nicht selten vorkommt und auch beim Umbau des Parlaments passierte. Denn das ursprüngliche Kostenlimit von 352 Millionen Euro plus 51 Millionen fürs Ausweichquartier in der Hofburg und am Heldenplatz wurde nochmal um mindestens 22 Millionen wegen abhörsicherer Räume überzogen. Der Grundstein wurde 1874 gelegt und das Gebäude 1883 fertiggestellt. Der Architekt, der für den neogriechischen Stil verantwortlich war, war der dänische Baumeister Theophil Hansen. Er war auch für die Innenausstattung wie Statuen, Gemälde, Möbel, Kronleuchter und zahlreiche andere Elemente verantwortlich. Hansen wurde nach der Vollendung des Parlaments von Kaiser Franz Josef mit dem Titel eines Freiherrn geehrt. Das Parlamentsgebäude erstreckt sich über 13.500 Quadratmeter und ist damit eines der größten Bauwerke an der Ringstraße. Es hat über 100 Räume, darunter Ausschussräume, eine Bibliothek, Gastronomie und sogar Turnhallen. An den Enden des Daches befinden sich Quadrigen, Kampfwagen mit Vierergespannen. Nach schweren Beschädigungen und Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde der größte Teil des Innenraums in seiner ursprünglichen Pracht wiederhergestellt. Ja, und wenn das Parlament den Tag der offenen Tür ausruft, da sieht man, dass sich doch scheinbar mehr Leute, als man glaubt, für Demokratie interessieren. Und sie steht schon seit weit über 100 Jahren vor dem Parlament, die Göttin der Weisheit. Ob das dann im Parlament auch immer so weise gehandhabt wird, ist ein anderes Kapitel. Tja, und jetzt bin ich mal schon vor der Sicherheitsschleuse und ich traue mich wetten, die erste Frage ist, haben Sie einen Kleber mit? Im Nationalratssaal tagt der Nationalrat. Dort gibt es natürlich die hitzigen Duelle an den Rednerpulten und neu seit der Erneuerung die Bildschirme vor den Abgeordneten. Dann brauchen sie keine Handys mehr zum Spielen.
wesentlich kleiner als der Nationalratssaal ist der Bundesratssaal, sitzen auch weniger Leute drinnen normalerweise. Momentan ist im Bundesversammlungssaal eher wenig los, denn er wird nur zur Angelobung des Bundespräsidenten benutzt. Diese 10 Herren sind 10 römische Konsuln, die man aus der Geschichte kennt. Einige von ihnen wurden sogar Kaiser. Das Fries im Bundesversammlungssaal zeigt in 15 Einzelfeldern von August Eisenmenger die Entstehung des staatlichen Lebens. Und sogar Hände waschen kann man im Parlament stilvoll. Aus der Zeit von Theophil Hansen. Ja, und dieser Lärm ist in der Säulenhalle des Parlaments möglicherweise in den Sitzungspausen genauso. Das Fries in der Säulenhalle stammt von Eduard Lebiecki und schildert Szenen zum Thema Gesetzgebung. Nun, ich wusste gar nicht, dass es auch im Parlament ein Oval Office gibt. Natürlich gibt es im Parlament auch eine Parlamentsbibliothek. Um an die Bücher zu kommen, muss man allerdings über Leitern klettern. Ja, und von dieser Fahne am Parlament gibt es einen wunderschönen Ausblick zum Heldenplatz. Anhand dieses Modells kann man die Größe des Parlaments einmal so richtig einschätzen. Die Glaskuppel links erkennbar ist jene über dem Nationalratssaal. Vor dem Gebäude steht der Pallas Athene-Brunnen, der von Karl Kundmann nach Plänen von Hansen von 1898 bis 1902 errichtet wurde. Die vier liegenden Figuren stellen die vier wichtigsten Flüsse Altösterreichs dar. Vorne die Donau als Frau und der Inn als Mann. Und hinten Elbe und Moldau. Thank you.
Diese goldenen Figuren sind die Gesellen des Hephaistos, des griechischen Gottes des aus der Erde strömenden Feuers. Und sie sind die Enden der Kamine, durch die früher das Parlament beheizt wurde. Die Auffahrtsrampen des Parlaments schmücken links und rechts Statuen von griechischen und römischen Geschichtsschreibern. Über dem Haupteingang sind Mosaike von Gesetzgebung links, Justitia rechts und Austria für Österreich in der Mitte. An der Ringseite stehen vier Pferdebändiger aus Bronze, die den kleinen Stadtstreicher als drei Käse hoch im Kindergartenalter damals zu dem Zitat hinrissen: Papa ist ein Hattepatz. Irgendwie brachte ich wohl mit 3 oder 4 Jahren den wienerischen Nackerpatz noch nicht über die Lippen.